Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im E-Test unterwegs im Multiplayer auf der ProMods. Und ja, wir fahren heute von aus nach Hering. Ja, wieder eine Leerfahrt. Wieder sind es nur 100 Kilometer genau. Und ja, da fahren wir jetzt schön chillig rüber. Und ja, euch erstmal auch noch ein schönes Wochenende. Heute ist ja schon Samstag wieder. Die Hälfte sozusagen vom Wochenende passt schon wieder rum. Ja, und ich werde, so wie es ausschaut, am Sonntag, also morgen Abend, erst wieder live sein ab 20, vielleicht 20.30 Uhr. Muss ich mal noch schauen, wie es hinhaut bei mir. Auf jeden Fall habe ich jetzt geplant, dass ich morgen Abend, wie gesagt, live bin. Da ich ja jetzt am Freitag oder heute nicht live sein kann, weil ich einfach keine Zeit habe. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich am Sonntag, also morgen. Ja, deswegen dann morgen Abend wahrscheinlich so ab 20, 20:30 werde ich mal den Stream anschalten für eine Stunde, eineinhalb Stunden ungefähr. Bloß, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ansonsten, ETS und LS gibt es so nichts Neues. LS ist ja der Patch 1.4 rausgekommen. Dann direkt danach, ein, zwei Tage danach, Hotfix nochmal. Aber da, ja, sage ich mal, läuft jetzt wieder alles. Deswegen, da gibt es jetzt so nichts mehr. ETS gibt es auch nichts Neues. Die 2.44, glaube ich, kommt ja jetzt bald raus. Was da neu ist, kann ich euch gerade nicht mal sagen. Aber die kommt bald raus. Ja, was neu ist, kann ich euch nicht sagen. Kann ich euch vielleicht im nächsten Video dann sagen. Ja, ansonsten ist ja jetzt gerade hell. Ihr seht es ja selber. Ich nehme mal wieder ein Video auf, wenn es in ETS Hall ist. Und ja, dann fahren wir jetzt auch ein bisschen in der Außenansicht mit unserer schönen Lackierung immer noch. Ja, genau. Das ist Opala. Unsere schöne Lackierung. Und unsere Local Mod LKW plus Local Mod Lackierung praktisch. Ja, ich finde die Lackierung auf jeden Fall am Hänger saugeil. An der Zugmaschine auch. Und allgemein die Local Mods einfach nur geil. Hoppala. Und jetzt sollten wir doch wieder ein bisschen in der Innenansicht fahren. Ja, sonst jetzt nur kurviger. Ja, wenn euch die Videos gefallen können, dann könnt ihr auch gerne ein Abo und ein Like da lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr. Und ja, wir streamen, wie gesagt, diesen Sonntag, also morgen Abend, werde ich, so wie es ausschaut, live sein ab 20, 20:30. Mit welchem Spiel? Ich denke mal wieder mit Rainbow Six. Weil ich zurzeit eigentlich kein anderes Game habe, wo ich so richtig Bock habe zu zocken. Weil ETS und alles bringe ich ja die Videos schon. Das, sage ich mal, reichen die Videos. Und so 5M zurzeit zocke ich eigentlich gar nicht. Eigentlich zocke ich zurzeit sowieso ziemlich selten. Ich nehme eigentlich immer nur die Videos auf und dann bin ich schon wieder weg, praktisch. Ja. Und halt streamen jetzt. Streame ich und dann bin ich auch davor nicht am PC und danach nicht am PC. Das war damals, sage ich jetzt mal damals, das war halt, ja, damals anders. Da war ich deutlich länger am PC. Aber zurzeit, wie gesagt, bin ich eigentlich fast gar nicht am PC. Deswegen sind auch die Videos jetzt kürzer, also die ETS-Videos zumindest kürzer. LS-Videos sind noch, ja, ziemlich gleich lang. Aber ETS-Videos, wie gesagt, sind kürzer, ihr merkt es ja selber. Die gehen nicht mehr so lang. Und ja, liegt halt einfach daran. Ich bin
Ja, ungefähr. Ich sag mal, eine halbe Stunde pro Am Tag, Fließverkehr, wenn erste überhaupt am Ausfahrt PC. nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wenn ich halt die Videos aufnehme. Oh, ich habe vergessen, die Namen auszumachen. So, jetzt hat. Funk bin ich auch, glaube ich, gerade gewechselt. Weil wir wollen ja hier keine Funkgespräche haben. So. Dann sind wir eigentlich auch gleich schon da. Jetzt fahren wir da noch über die Ampel und dann zu einer Tankstelle rein. Da stellen wir uns dann auch hin. Und dann war es es eigentlich auch schon wieder. Ein DAF-Händler. Ein schöner DAF-Händler brauchen wir nicht erkunden. So. 50 ist hier. Ne, 70. Wollte gerade sagen, da stand Schild 70. Aber wir. Nächst rechts Ach abbiegen. komm. Aber wir können hier bloß 60 fahren. Weil es Speedzone ist. So. Dann einmal noch kurz warten. Wir sind echt schon lange nicht mehr bei Tag gefahren. Ich glaube, ETS hat irgendwie, oder TurkSMP hatte wieder ein kleines Update, sage ich jetzt mal. Und da, glaube ich, haben sie die Zeit wieder umgestellt. Deswegen, glaube ich, ist jetzt gerade auch noch hell. Sieht man wenigstens mal was. Biege nach rechts ab. So, dann. Oh, das ist eine kleine. Wir sind heile angekommen. Okay, ich habe es mir jetzt ein bisschen größer vorgestellt, aber wir stellen uns jetzt da so hin. Ich weiß schon, wo wir uns hinstellen. Da stellen wir uns hin. Ob, ja, nee, geht halt hin. Ja, dann würde ich auch schon wieder sagen, war es jetzt mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann, wie gesagt, am Sonntagabend ab 20:30 im Stream. Oder dann am Montag um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein LS22 Video. Bis dahin. Ciao.